da begreift sich die Galerie vielleicht so ein bisschen als eine Art Missing Link zwischen Künstler, Künstleratelier und etablierten Kunstbetrieb, sprich etablierten Galerien, befinden wir uns irgendwo dazwischen. Im klassischen oder traditionellen Sinne eine Produzentengalerie, also eine Künstlergalerie. Also Sie haben schon eine sehr lange Geschichte, seit 1996. Was für Künstler und Kunstwerke haben Sie schon ausgestellt? Ja, wie gesagt, das sind jetzt nicht die großen Namen, aber wer sich mal ausgestellt haben, der jetzt im Kunstbetrieb international auch renommiert ist, jetzt mein Ding Evel, wir kommen aus der Street Art, Urban Art Umfeld. So, das ist aber nicht, das ist auch nur ein Detail. Wir stellen uns auch an die Installation, jetzt haben wir Malerei oder Installation bevorzuge ich natürlich gerne, weil ich selbst Installationen mache und im weitesten Sinne eine intensive Gegenwartskunstliebe zeigen. Sehr viele Berliner, aber auch sonst international. Können Sie uns auch ein bisschen über diese Ausstellung erzählen? Ja, das ist tatsächlich nicht nur als Künstlerkollege, sondern auch als Galerist, also genau wie ich, Künstlergalerist. Das ist der Marius D. Kepler, der hat die AIP-Galerie zusammen mit Dolores Flores in Charlottenburg. Und wir haben jetzt eine Zusammenarbeit, da habe ich eben meine letzte Ausstellung selbst auch realisieren können und er realisiert jetzt hier seine. Und er beschäftigt sich mit Malerei, wie man sieht, so sehr farbflächig, das intensive Rottöne. Es geht da sehr um Farbe als Material und gleichzeitig macht er eben auch Klanginstallationen. Wenn man sich hier jetzt umschaut, sieht man nur diese Drähte, aber die Kopfhörer mit dieser Klarsichtkugel, die so ein bisschen wie so eine Wahrsagekugel kommt, mit einer sehr einfachen Consumer-Elektronik drin, kann man selbst als Rezipient die Töne variieren. So ein bisschen exemplarisch für meine Ausstellungstätigkeit ist, glaube ich, auch, dass wir das Publikum schon ein bisschen fordern. Also wer das jetzt Programm reduzieren würde auf, die Galerie Walden, die hat hier diese, sage ich auch mal, abstrakte Farbflächenmalerei und stellt das gerne aus, wird sich in der nächsten Ausstellung wundern, dann kommt der Alexander Krohn, der kommt aus der, sag ich mal so, Ostberliner Literaturszene, ist aber auch Musiker, Verleger und Maler und Zeichner. Und das wird so ein bisschen anarchistischer als diese Ausstellung. Und das ist eigentlich ein sehr starker Kontrast zu dem, was wir jetzt hier sehen. Und da ist für mich eine Gemeinsamkeit in der Intensität dieser Künstler, aber nicht unbedingt in der Art von dem, was sie tun. Und das Publikum insofern zu fordern, das macht mir auch Spaß.